Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu Kingdom Hearts Best Basilisk Final Mix. Und wir sind, wie man sehen kann, gar nicht mehr im Nimmerland. Das haben wir im letzten Part hinter uns gelassen, als wir Hook besiegt haben. Und Ventus trägt jetzt auch das Schlüsselschwert namens Feenblüte. Sieht auch sehr schön aus. Ist ein ziemlich starkes Magieschlüsselschwert. Und wir sind durch den Sternensplitter von Miki hier gelandet beim mysteriösen Turm. Oder was doch eher der mystische Turm, ich glaube mystische Turm heißt das. Auf jeden Fall ist hier Jens Sitzehorse und Donald und Goofy sind auch hier und haben mich mal hier reinbegleitet. Und jetzt muss ich natürlich raufgehen. Ich durfte hier nämlich leider noch nicht speichern, hier unten ist leider kein Speicherpunkt. Dann rechne ich mal mit einer etwas längeren Cutscene mit Jens Sitz und Donald und Goofy. Bin sehr gespannt, was da so erzählt werden wird. Okay, es ist doch der mystische Turm, nicht der mysteriöse Turm, der mystische Turm, Entschuldigung. Will er hier kein Blödsinn erzählen. Jens Sid, Sir, we just got a clue as to where the king might be. Ah, Ventus. Huh? Hedicus has told me much about you. If I am not mistaken, you were ordered to return home. Well, sir, I... No matter. Miki has difficulty following directions, too. Where is this clue to Miki's whereabouts? I've got it! This feller, Venquist, Ventilate, Veggie, Just call him Ven! Sure, that's what I usually go by. Ven had it when he got here! Please, explain. I ran into Miki. But we got sent flying into the light. I don't know where he went. He wasn't in the same world as the one where I found that. As I thought, Miki has been hurling himself from one world to the next. That explains why I could not discern his location. You can now, can't you? Yes, I can. Is he okay? There is a dark and powerful force that is interfering with my magic. Just tell us where the king is, Mr. Yen Sid, sir, and me and Donald will go right there and save him. You two? That may not be adequate. But I'm the captain of the king's royal knights! And I'm his magician! I'll find him. I recognize the place we saw. And you go, we'll go with you. No, I owe him. Miki saved me once, and I can't risk putting his friends in danger. Don't worry. I swear I'll bring him back safe. Very well, Ventus. We will leave it to you. Du kannst jetzt zu Donald einen Dimensionslink herstellen. Und du kannst jetzt zu Goofy einen Dimensionslink herstellen. So, das war also schon der mystische Turm. Sehr kurz natürlich. Aber heißt das jetzt nicht etwa, dass ich... Momentchen mal. Ja! Genau, die Steppe der Geheimnisse ist wieder zugänglich. Ich verstehe. Na ja, klar, das hat man in der Cutscene auch gesehen, dass Miki scheinbar dort ist. Alles andere ist ja im Moment schon geschafft. Das heißt, dort geht es jetzt eigentlich wieder zurück. So, ein kleines Momentchen. Erstmal ein Menü öffnen. D-Links. Nur gleich zwei neue bekommen. Hier einmal Donald. Kann Donald Feuer einsetzen. Feuerkommando ist im D-Link mit Donald. Das Abschlusskommando mündet in ein Feuerwerk. Und Goofy? Die Goofy-Trombe. Kommandos im D-Link mit Goofy. Die Sturmangriffe ausführen, ramme im Abschlusskommando unter schnellen Drehbewegungen die Gegner. Was für so ein Derpface? Hallo, ich bin Goofy, so berichte.
Geschichte. Gut, nehmen wir an, mystische Tür, das ist jetzt eh egal. Schatzliste. Gut, mystische Tür gab es nur 4 Truhen. Brauche ich auch gar keine Karte extra, wäre ja auch unnötig gewesen. Stickeralbum. Ich habe jetzt wenigstens einige Sticker wieder gefunden. Zum Beispiel hier einen Regenbogensticker. Und dann den Chap-Sticker. Und einen Eiscreme-Sticker. So, Kollisionsmagnet erhalten. Geil, weil ich jetzt, glaube ich, über 70 Punkte gekommen bin, wie es aussieht. Alles klar. Sticker-Sammlung. Gut, mystischen gab es natürlich logischerweise nur einen, aber es fehlen halt leider immer noch ein paar. So, und jetzt aber die Charaktere. Nimmerland erstmal. Peter Pan. Ja, der Film ist von 1953, ist auch schon eine ganze Weile hier. Ein Bewohner von Nimmerland, der Welt, in der niemand erwachsen wird. Er kann sehr launisch sein, doch ansonsten besticht dieser Junge mit Tugenden wie Mut und Sinn für Gerechtigkeit. Er hat es auf die Schatzkiste seines Erzrivalen Captain Hook abgesehen, doch das Unterfangen misslingt. Schließlich legen er und die anderen ihre ganz persönlichen Schätze in die erbeutete Kiste. So, dann haben wir hier Naseweiß, die ja im Englischen Tinkerbell heißt. Eine Fee aus Nimmerland. Sie hat Streit mit Peter Pan und tut sich mit Ventus zusammen, doch wird unterwegs von Captain Hook entführt. Ah, der heißt Schlauli. Ein Bewohner von Nimmerland, der Welt, in der niemand erwachsen wird. Er ist eines der verwunschenen Kinder, die in Peter Pans Versteck leben. Er hat zusammen mit Naseweiß nach einer Sternschnuppe gesucht, doch folgt schließlich dem Vorschlag von Peter Pan, Captain Hooks Schatzkiste zu stibitzen. Ja, man sieht natürlich, dass das jetzt ein schon normaler Junge ist, der einfach ein Fuchskostüm anhat. Keine Ahnung, wo die das herhaben oder haben sie sich das selber genäht. Und der ist Dicky. Eines der verwunschenen Kinder und so weiter. Ja, okay, da steht genau das Gleiche. So, und dann habe ich hier Captain Hook persönlich. Ein Piratenkapitän im Nimmerland und Peter Pans Erzfan. Ständig wird er von Peter Pan ausgetrickst und wartet auf die Chance, es ihm endlich heimzuzahlen. Er tritt stets sehr großspurig auf, doch kaum ist das Krokodil in der Nähe, nimmt der Panischreis aus. Ja klar, weil ich meine, ich finde das ja eigentlich ziemlich heftig für einen Kinderfilm. Wird ja erzählt, dass Peter Pan derjenige war, der Captain Hooks linke Hand abgeschnitten und dann ins Maul des Krokodils geworfen hat. Und deswegen hat der ja auch so panische Angst vor dem Krokodil und hat deswegen auch einen Haken an der Hand. So, Mr. Smee, ein Piratentandlanger von Captain Hook. Er ist etwas tollpatschig und verbockt die allermeisten seiner Aufgaben, trotzdem zählt Captain Hook stets auf ihn. Ja, die anderen Piraten hat man gar nicht gesehen, nur ihn. Und das Krokodil, die Nemesis von Captain Hook. Es hat eine Uhr verschluckt und das Ticken in seinem Bauch verrät Captain Hook immer, wenn es ihm anders ist. Ja, das hat nicht nur seine Hand gefressen, sondern auch einen Wecker. Und jetzt tickt das immer so ganz komisch, wenn es in seine Nähe kommt. Und dann kriegt er immer voll Panik. So, das waren mal die aus Nimmerland. Und jetzt Hauptcharaktere. Jensid. Rückwärts gelesen gibt es natürlich Disney, voll das geile Anagramm. Der Zauberlehrling 1940. Ein großer Zauberer, der in seinem mystischen Turm lebt. Er ist Mickys Lehrmeister. Er bemerkt als erster, dass mit der Welt etwas nicht stimmt und setzt Meister Erakus davon in Kenntnis. Das heißt, die beiden kennen sich. Er macht sich Sorgen um seinen Schüler Mickey, der plötzlich weggelaufen ist. Es heißt ja, dass Jensid vor sehr langer Zeit in seiner Jugend offenbar auch mal ein Schlüsselschwertmeister war, aber hat dieses Amt dann niedergelegt, um ein Magier zu werden. So, dann, gut, König Mickey, Moment, das hatten wir schon, aber hier, Donald Duck, die kluge kleine Henne 1934, der königliche Hofmagier. Als König Mickey während seiner Ausbildung zum Schlüsselschwertmeister plötzlich verschwindet, macht er sich zusammen mit dem Hauptmann Goofy auf zu Jensid. Und dann haben wir hier Goofy, 2 Wochen Ferien 1952, der Hauptmann der königlichen Ritter. Als König Mickey während seiner Ausbildung zum Schlüsselschwertmeister plötzlich verschwindet, macht er sich zusammen mit Hofmagier Donald auf zu Jensid. Und ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, wie soll er eigentlich bitte so einen kleinen Helm jemals richtig aufsetzen können? Der passt ihm doch gar nicht. Naja, egal. Gut, das war's erstmal wieder. Und Moment, Kommandodecks. Kommandoliste. Was ist denn jetzt schon wieder neu? Also hier, ja genau, der Kollisionsmagnet. Lasse mit Magnetkraft einen Gegner schweben und ziehe ihn heran, um ihn auf andere Gegner zu schleudern und so anzugreifen. Aha, aha, aha. Naja gut. Soll mir recht sein. Aber jetzt haben wir wenigstens endlich alle 8 Kampfkommando-Slots freigeschalten. Richtig super. Dann, warte mal, das ist eh schon Stufe 3 beides. Kann ich mal wieder rausnehmen, ablegen.
ablegen, ablegen, ablegen. Kann ich eigentlich alles so ziemlich ablegen. Und mal ein paar andere Sachen reinmachen. Hier den Schatzwurf. Kollisionsmagnet. Nochmal Feuer. Feuer ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe so oft Eis. Nochmal Blitzger. Kann ich auch nochmal leveln. Antigrafra. Magneger. Und mit Flammen nochmal. Ich weiß nicht, was ich da nehmen soll. Stoppra Schlaf. Ist es auch nicht so. Ja, keine Ahnung. Entflammen halt nochmal rein. Ist jetzt auch egal. Passt schon. Multifokus-Kommando ist immer noch Pulsbombe Stufe 5. Alles klar. So, jetzt habe ich aber natürlich keine Ahnung, was mich in der Steppe der Geheimnisse erwartet. Das kann ich jetzt echt nicht wissen, aber der Part hat ja mehr oder weniger erst angefangen, deswegen wäre das jetzt blöd, jetzt wieder Schluss zu machen. Und woanders hin will ich ehrlich gesagt ja auch nicht. Ist eigentlich witzig, der mystische Typ ist einfach mal hier unten. Voll nebenan vom Palast der Träume und so, ne? Hier kann ich immer noch nicht hin. Ich kann immer noch nicht zurück ins Land des Aufbruchs. Irgendwann müsste das doch hoffentlich wieder möglich sein. Aber ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alle Welten des Spiels aufgedeckt. Es gibt ja jetzt irgendwie, glaube ich, gar nichts mehr. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das Finale von Ventus' Geschichte jetzt schon kommt. Ich glaube, das kommt doch erst ein bisschen später, bilde ich mir ein. Naja, gut, dann fliegen wir einfach mal wieder hin. Steppe der Geheimnisse. Diese Welt besuchen. Mickey! We meet again, boy. You're starting to realize what you lost. Oh, but not for good. You had to lose in order to find. Now it can all be yours again if you only reach out and take it. Reclaim the part that left you. Clash with him, pure light against pure darkness, to forge the ultimate key. The all-powerful Keyblade! Not the Keyblades you and I carry. Key, a most ancient word. Some say Kai, but the meaning is the same. Death, a letter that spells endings. And I have the power to make it? Correct. Ericus knows it too. He knows exactly what you are. The Master? Haven't you ever wondered why he never granted you permission to leave his side, to grow stronger? Ericus was frightened of you. If you were to learn the truth, realize what you are, he never trusted you. Why else would he keep you within his sight at all times? Never let me see other worlds, no matter how much I asked. Go! You can ask the man yourself. Learn the truth, and remember you have a greater purpose! Yeah!
am I? What has the Master been keeping from me all this time? What the fuck? Was war das denn gerade? Das war ja mal oberkrass geil, spannend und wow! Bin gerade richtig geflasht. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da plötzlich Meister Xehanort treffen und er hat jetzt endlich mal ein bisschen mehr über die eigentliche Geschichte erzählt, die uns ja alle betrifft, also die auch Terra und Aqua ein bisschen was angeht. Es geht nämlich tatsächlich um eine Klinge, die sich X-Klinge nennt oder auch Chi-Klinge. Der Buchstabe ist ja da so ein bisschen stylisiert worden. Das ist nämlich quasi die allererste Klinge an sich, das allererste ursprüngliche, einzig wahre Schlüsselschwert, das vor allen anderen existiert hat. Und Meister Xehanort will das halt unbedingt haben, dieses Ding. Und Ventus scheint in der Lage zu sein, das Ding zu erschaffen. Ist natürlich ganz schön crazy. Jetzt gucke ich nur kurz ins Menü, ob hier noch was steht. Na klar, Berichte. Geschichte. So, Steppe der Geheimnisse. Ventus hat sich in die Steppe begeben, um Miki zu helfen, doch plötzlich taucht Meister Xehanort auf. Diese Begegnung führt dazu, dass die verlorenen Erinnerungen in Ventus' Gedächtnis nach und nach wiederkehren, was ihn stark verunsichert. Die Wiedervereinigung von jenem Licht und jener Dunkelheit, die voneinander getrennt waren, sprich das Aufeinanderprallen von Vanitas und Ventus, wird die X-Klinge hervorbringen. Jenes Schlüsselschwert, das mit dem Zeichen X wie tot gebrandmarkt ist. Meister Erakus fürchtete diesen Tag und hat Ventus deshalb nie erlaubt, von seiner Seite zu weichen. Meister Xehanorts Worte liefern endlich die Antworten auf die vielen brennenden Fragen, die Ventus seinem Meister gegenüber hatte. Meister Xehanort weist Ventus an, seinen Meister selbst nach der Wahrheit zu fragen und befördert ihn zusammen mit Miki in den Korridor zur Anderswelt. Und jetzt endlich ist also wieder das Land des Aufbruchs zugänglich nach so langer Zeit. Aber Leute, ich würde vorschlagen, diesmal beende ich den Part wirklich ein bisschen früher, weil ich keine Ahnung habe, was mich jetzt da erwarten wird im Land des Aufbruchs. Muss ich vielleicht gegen Meister Erakus kämpfen? Ich weiß ja auch nicht genau. Ist ja alles noch blind für mich. Keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommen wird, aber es wird bestimmt übelst geil und spannend werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und natürlich muss ich, bevor es dann wirklich zum eigentlichen Finale von Ventus Geschichte geht, also quasi zum Punkt ohne Wiederkehr, wo ich dann quasi mit Ventus das Spiel durchspiele und dann wieder weitermachen kann mit Terra oder Aqua, muss ich natürlich versuchen, vorher alles andere noch zu finden, also restliche Schatztruhen, wenn es geht, die Sticker, die noch übrig sind, die ich noch nicht erreichen konnte, und vor allem die ganze Mirage-Arena noch machen. Ne, also, da habe ich ja bisher nur eine einzige Mission gemacht und Mirage-Arena hat aber einiges zu bieten. Also, da ist noch eine ganze Menge ansonsten zu tun, aber ich glaube, im nächsten Part würde ich dann doch erstmal trotzdem ins Land des Aufbruchs fliegen. Also, danke fürs Zusehen. Der Part war mal richtig spannend. Ich fand den gerade mega geil. Bis zum nächsten Mal bei Burst Burst Final Mix. Es ist noch lange nicht vorbei. Ciao, Leute!